Und willkommen zurück bei Phantasmagoria. Wir sind wieder hier und machen wir uns gleich auf. Wir müssen in die Stadt fahren, sagt er. Jemand in der Stadt weiß alles. Finden Sie ihn? Er weiß alles? Auch die Lottozahlen? Oder diverse andere Dinge? Ein neuer Tag, ein neuer Morgen. Huch, was war das im Spiegel gerade? Das ist eine Statue, oder? Das war aber gerade echt strange. Der Telekommann ist wieder da. Der Telekommann. Der bringt das Telefon ran. Und erst einmal unseren Tagesspruch. Unseren neuen Tagesspruch. So viel Zeit muss sein. Das Böse ist hier. Finde dein Seelenheil. Das Böse ist hier, finde deine Erlösung. Also die Übersetzung, die Synchrone ist nicht ganz so, wie es da steht. Egal. Okay, wir reden mal mit Mike. Wir flirten mal mit Mike. Ich hoffe, das sieht nicht unser Don. So, bald gibt's Telefon. Hi Mike. Oh, hi. Ich will nur meinen Job erledigen. Ich bin hier so schnell wie möglich weg. Mike, ich möchte mich entschuldigen. Für Don. Er ist... in letzter Zeit nicht er selbst. Oh, Sie müssen nichts sagen. Ich will nur nicht in Ihren Streit verwickelt werden. Das ist alles. Ich weiß. Ich verstehe das. Gut, ich glaube, Sie sollten jetzt weiterarbeiten. Ja. Wir fahren zuerst in die Stadt, oder? Ja, das Spiel, das so möchte. Die Tür ist gar nicht geschlossen. Da ist immer so ein kleiner Spalt. Das ist schlampige Arbeit. Erstmal draußen können wir mal ganz kurz gucken. Cyrus? Wir haben das Halsband unserer Katze gefunden. Aber wo ist die Katze? Wo ist Cyrus? Und überhaupt? Wo sind die alle? Keine Katze? Miets, miets, miets. Aber sie hat es verbrannt. Die hat irgendwie gedacht, die wäre irgendwie... ja. Aber da lag nur das Halsband, ne? Komm, wir fahren in die Stadt. Was soll's. Wir fahren mal in die Stadt. Zum Malcolm. Wir haben jetzt ein Foto von ihm. Mal gucken, mal kurz hier vorbei. Huch. Ich sehe, Sie haben uns also erwischt. Wohin geht ihr? Sieht man das nicht? Wir gehen! Verdammt nochmal, weg von hier! Aber ich dachte, ihr bräuchtet den Job und einen Ort zum Leben. Naja, sicher. Ich wollte nichts sagen erst, aber jetzt, wo Sie hier sind... ich habe letzte Nacht Ihren Mann getroffen und jetzt... Er hat mich und meinen Jungen bedroht. Und er sagte, Cyrus und ich, wir würden im Dachstuhl hängen, wenn wir nicht verschwinden. Und ich glaube ihm. Ich habe es in seinen Augen gesehen. Irgendwas ganz Böses geht hier vor. Ich kann es nicht beschreiben,
Aber es existiert. Was existiert? Das Böse. Wenn Sie nur ein bisschen Vernunft haben, junge Dame, dann gehen Sie auch. Allerdings. Aber hat sie nicht, sie ist neugierig. Oh Gott. Cyrus? Du willst nicht gehen, oder? Ma sagt, wir haben... Junge, genug geplappert. Geh zurück an die Arbeit. Zurück ins Wichtelwunderland. Das Land der Gnome und Wichtel. Ich kann sie einfach nicht ernst nehmen. Tut mir leid. Hier hoch können wir nicht mehr. Okay, hier hat sich ja wahrscheinlich jetzt alles erledigt, ne? Okay, wir fahren in die Stadt. Also, haben wir jetzt kein Personal mehr. Ist ja ganz gut so für die beiden. Sind ja schon ganz nett. Ich möchte nicht, dass ihnen was passiert. Okay, wir fahren mal in die Stadt. Wir können auch mal bei der Antiquitätenhändlerin vorbeischauen. Geschäfte sollen wir wieder aufhaben. Suppenknochen brauchen wir nicht mehr. Aber wir gehen zuerst mal zu Malcolm. Zack. Okay, dann let's go. Der Hund ist weg. Der hat immer noch sein Vergnügen mit dem Knochen. Und klopfen an und dann wird uns die herzliche Person Fräulein Karottenrottenmeier die Tür aufmachen. Ja, was wollen Sie? Also? Hier, ich wollte dieses alte Foto Marken geben. Ich habe es auf dem Kanowaschbesitz gefunden. Mhm. Es ist ein Foto von Kano und Malcolm. Sehen Sie die Rückseite? Sehen Sie Malcolm als kleiner Junge? Bitte, ich muss unbedingt mit Malcolm sprechen. Es ist wichtig. Eine Minute. Malcolm will Sie sprechen. Das war keine Minute, das war... das war ein Blitz. Alter! Sie ist da, Malcolm. Werden wir ihn jetzt sehen? Setzen Sie sich. Da ist er. Und wir werden ihn sehen. Über 100 Jahre alt. Ich kann mich an dieses Bild erinnern. Ich war ein 10-jähriger Bengel. Kano war mein Held. Ihr Held? Ja. Ich weiß, was du in diesem Foto gesehen hast. Gesehen? Ja. Das Böse. Es ist wieder da. Und mein Ehemann? Für ihn kann es vielleicht schon zu spät sein. Was? Junge Frau, setz dich. Ich habe etwas zu erzählen. Kano und seine erste Frau haben mich adoptiert. Zu dieser Zeit war er ein guter Mann. Respektiert, geliebt, bewundert. Das alles änderte sich, als ihm das Buch in die Hände fiel. Dadurch hat er einen Dämon befreit. Ein Wesen, das so böse war, dass es keinen Namen hat.
Ey, Slimer! Mit Worten nicht zu beschreiben. Dieses Ding ergriff Besitz. Es gab Kano große Macht, sein Ruhm und sein Besitz wurde größer. Aber er war verflucht. Er liebte seine Frau Hortensia und ihre gemeinsame Tochter. All das endete sich. Er wurde gewaltig. Ich habe keine Beweise, aber ich glaube, er hat beide getötet. Ich glaube, er hat alle seine Frauen getötet. Was passierte in der Nacht, in der Kano und Maria starben? Kanos Tage waren gezählt, als sich Marie mit seinem Requisiteur Gaston Warwick verbündete. Marie verdächtigte Kano, grauenhafte Dinge vollbracht zu haben. Da sie das nächste Opfer sein würde, schmiedete sie mit Gaston einen Plan, einen großen Plan. Kano hatte ein neues Stück, ein erstaunlicher Entfesselungstrick. Aber sie manipulierten die Maschine. Sie brauchten sie wirklich nicht. Zwei Wochen lang war Kano im Koma. Aber dann, eines Nachts, wachte er auf und schwor Rache. Ich sah Kano Gaston in sein Theater schleppen. Dort beobachtete ich, versteckt in den Geheimgängen, wie Kano den armen Mann verstümmelte und ihn sterbend zurückließ. Jetzt war Marie an der Reihe. Von Rache erfüllt startete Kano diese teuflische Maschine, das Höhlenwerkzeug, und mit meinen eigenen Augen vergessen. Der arme Gaston starb. Seine letzte heroische Rolle. Zu meinem Entsetzen sah ich dann einen Dämon, so muss ich es nennen, Kanos Körper verlassen und durch den Boden verschwinden. Ich wusste, wohin er ging. Kano wusste es auch. Ich wollte weglaufen, zögerte aber, als ich sah, dass Kano dem Dämon an dessen Aufenthaltsort zu folgen schien. Ich kam gerade rechtzeitig, um Kano die Kiste, in der das böse Buch aufbewahrt war, wegschleppen zu sehen. Kurz bevor er die Kapelle erreichte, stolperte er zum letzten Mal. Er bekreuzigte sich offensichtlich. Offensichtlich wollte er seinen Frieden mit Gott schließen. Ich nahm die Kiste mit dem Buch und, wie ich annahm, mit dem Dämon trug sie in die Kapelle. Ich
Zurück in seine Geheimkammer, wo er jetzt liegt. Carno ist nicht in seiner Gruft? Nein, nein, dort liegt Gaston Warwick. Er war derart verstümmelt, dass alle dachten, es wäre Carno. Ich sagte nichts. Ich ließ sie denken, was sie wollten. Was ist mit dem Dämon? Der Dämon. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Er muss irgendwie befreit worden sein. Ja, durch ihre Neugier, natürlich. Mein Gott. Dawn. Was können wir tun? Abhauen. Die einzige Antwort ist dieses verfluchte Buch. Nur damit können wir die Kreatur dahin schicken, wo sie herkam. Auf die andere Seite. Du hast es gesehen. Ja. Das dachte ich mir. In Ordnung, junge Frau. Du bist der einzige Mensch, der das tun kann. Die Seele deines Mannes ist gefangen. Und ich bin nicht sicher, ob ihm geholfen werden kann. Aber wenn du dich irgendwie dem Dämon nähern kannst, können wir Folgendes versuchen. Du brauchst das Buch, einen sakralen Gegenstand. Den Stein von Hammurabi und das Blut eines Lebenden ein. Nimm das Buch und... Und? Ey! Alter, Spiel! Arschlochspiel. Ich hoffe, sie hat alles mit angehört und merkt sich das auch. Okay, wenn wir schon mal hier sind, mal ein bisschen entspannt, ein bisschen shoppen gehen. Geschlossen, natürlich. Ja, selbstverständlich. Können wir vielleicht nochmal zu unserem allerguten besten Freund? Oder nochmal da rein können? Natürlich, der war klar. Er angelt wahrscheinlich gerade. Eine Meerjungfrau. Ja, das will ich an seiner Stelle auch tun. Sich den ganzen Fragen hier zu entziehen. Wie sieht's hier aus? Oh, die Tür ist auf. An einem Sonntag. Also ich vermute mal, es ist Sonntag, glaube ich nicht, aber... An einem Tag, wo andere Geschäfte geschlossen haben. Wahrscheinlich in der Mittagszeit. Ich mache wahrscheinlich komplett durch hier. Irgendwas, was ich hier... Ach, die Ente, Alter. Dann reden wir mal mit ihr. Ich habe eine Frage. Was wissen Sie über einen sehr alten Mann namens Malcolm? Malcolm Wormshadow? Na so, was? Ein merkwürdiger alter Mann. Ich habe ihn Monate nicht gesehen. Obwohl Ethel manchmal in die Stadt kommt, um einzukaufen. Wer ist Ethel? Oh, das ist Malcolms Pflegerin. Sie ist auch seine Haushälterin, Freundin und so weiter. Er ist schon sehr alt. Irgendwie fast 110. 110? Ist das möglich? Ich sagte doch, er ist merkwürdig. Es ist fast so, als wäre er unsterblich oder so. Die meisten Leute in der Stadt meiden ihn. Sie nennen ihn einen Hexer. Aber ich glaube nicht an das Geschwätz. Ich würde gern mal mit Malcolm sprechen. Er lebte damals als Kind in meinem Haus, oder? Bei Carno?
Das ist wahr, so war es. Aber ich bezweifle, dass Sie mit ihm sprechen können. Er lebt wie ein Einsiedler, sehr zurückgezogen. Ich würde es gern versuchen. Ich habe eine Menge Fragen. Kein Wunder, dass Sie ein guter Autor sind. Sie haben eine Menge natürlicher Neugier. Also um ihn zu finden, er lebt etwa eine Meile von der Stadt. Ach, dieses Spiel. Er ist einen Feldweg entlang und auf der anderen Seite der Brücke. Danke. Vielen Dank. Klar. Ich glaube, wir hätten das Gespräch schon etwas früher führen können. Das Spiel hat nicht darauf reagiert. Huch. Übrigens, Antiquitätenfrau. Ich hab da was, aber dich interessiert das nicht. Naja. Gut, ich glaube, wir können erstmal wieder gehen. Und fahren mal wieder zurück. Das tägliche Treiben in Nipa Wormstead. Wir fahren zurück. Ja, mein Gott, das ist halt vom 95er Spiel. Anderes Spiel hätten wahrscheinlich darauf reagiert, dass wir schon mit ihm gesprochen haben. Ja. Passt schon. So, haben wir jetzt Telefon? Oh nein, es gibt... Alter, ich habe gerade gesagt, haben wir jetzt Telefon? Und dann klingelt das Telefon. Verdammt nochmal, das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht sein. Wieso muss man hier immer... Oh, das war sehr, sehr, sehr dämlich. Oh Mann, ich hoffe, das stört gerade nicht so extrem im Hintergrund. Wir ignorieren es einfach mal. Wir ignorieren es. Okay, Adrian, alles klar. Oh, das Telefon läuft. Oh, toll. Das Telefon ist jetzt angeschlossen. Ich höre schon. Okay. Ich höre schon. Tut. Gott sei Dank. Mike? Ich möchte mich nochmal entschuldigen für Don. Er ist einfach nicht er selbst diese Tage. Normalerweise ist er ein sehr netter Mann. Wirklich. Machen Sie sich keine Sorgen. Halb so wild. Arbeit getan. Weg hier. Rufen Sie an, wenn Sie Probleme haben. Okay? Oder auch nicht. Dann schickt er einen Kollegen. Das werde ich. Dann schickt er einen Kollegen. Danke. Wenn Sie Probleme haben. Oha. Das kann man aber auch so sehen. Oh Gott. Oh Gott. Erstens, es wird dunkel und zweitens... Oh! Alter, das Kapitel endet hier. Ich glaube, er ist verloren, oder? Ich glaube, er ist verloren. Okay, ich ende hier nochmal und dann machen wir kurz einen Folgenbreak. Dann speichere ich. Weiterspielen. Kapitel 7, Samstag, 22. Oktober, 15.30 Uhr. Sie packt ihre Koffer. Endlich. Es ist wieder dunkel. Es ist wieder dunkel. Also es wird wieder dunkel. Was macht er? Oh oh. Oh jemine. Die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Ah, schon cool gemacht. Das Spiel ist schon cool. Vom 95, ne?
Ach, die Arme. Das kleine naive Ding. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kapitel 7. Es gibt genau 7 Kapitel. Das ist das letzte Kapitel. Jetzt geht's gleich zur Sache, glaube ich. Aber gleich geht's zur Sache. Also, in der nächsten Folge. Ich kann ihn nicht so zurücklassen. Dann wirst du sterben. Ich muss es tun. Die Chancen stehen. Okay, es wird Zeit. Haben wir eine neue Warnung auf dem Rechner? Haben wir. Hä? Huch! Was zum... Ich kann nicht glauben, dass da ein... Es ist nur ein Laptop. Er würde das nie tun. Nein! Und was ist im Fernsehen? Das wüste Schneetreiben. Gut, dann haben wir das schon mal gemacht. Dann gehen wir in der nächsten Folge dann hier raus und schauen einfach mal, was wir noch erleben werden. Was wir noch überleben werden. Oh Gott, oh heiliger Vater. Ein bisschen sortieren hier, ne? So, wir fragen ihn nochmal ganz kurz. Gehen Sie zur Kapelle. Finden Sie den geheimen Schalter rechts neben der Tür. Dankeschön für den Hinweis. Werden wir tun. Aber erst in der nächsten Folge. Gerne mal Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Gerne mal eure Sachen reinschreiben, was ihr so denkt zum Spiel. Ja, und mal einen Daumen da lassen und einen Abo-Glocke, um jetzt über neue Videos informiert zu werden. Würde mich sehr freuen. Das war eine weitere Folge. Wahrscheinlich die vorletzte Folge von Phantasmagoria. Je nachdem, was, wie sich das Kapitel 7 so ziehen wird. Bin gespannt, wie wir hier so durchkommen werden. Oha. Naja, also mach's gut. Bis dann. Ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter. Puh. Das ist das Spiel.